Hallihallo und herzlich willkommen bei Dishonored. Ich bin der Baume, wir zocken die Maske des Zorns und so sieht das Spiel aus. Also die Maske, also da seht ihr sie, aber darum geht's nicht. Wir wollen weitermachen. Wir sind gerade in dem Grundstück im Haus der Boyles, die gerade ihre Maskenfeier haben. Und ich habe einen Weg auf den Dachboden gefunden. Da wollen wir mal gucken. Mal gucken, ob wir was finden. Warte mal, ich kann ja hier meine Diebessicht anmachen. Oh. Sehr geil. Mana-Elixier. Oh, wir haben es so dringend nötig. Aber wirklich, wir haben es sowas von nötig. Oh, Gold und Silber. Cool. Also, wenn ich nach der Mission mal nicht irre reich bin, dann weiß ich auch nicht. Ich habe hier so viel geplündert und ich werde nicht aufhören. Ich werde noch viel, viel mehr plündern. Wo sind wir denn jetzt? Oh, hier ist anscheinend niemand. Oh, nicht nur der Apfelwein, das, wo er draufsteht. Oh, 150 für so eine blöde Platte. Geil. Das mückt. Was ist das? Juwelierkästchen. Wie ins Schlafzimmerschlüssel. Ach, geil. Mensch, alles her. Nom, 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 ich fresse Gold. So, haben wir noch mehr? Ich bin noch nicht fertig hier. Flusskriecher, Murmel, was auch immer. Ach, die haben auch noch Perlen. So wie Muscheln quasi. Gut, irgendwas übersehen. Das ist die Kurbel für da oben. Guti! Ach, schau an! Der Pfeil hat ja doch noch hier gesteckt, Mensch! Und noch irgendein Schlüssel von der Wache. Das ist cool, das muss ich mir echt merken. Ich muss wirklich die Augen offen halten, wenn ich Wachen kille, dass ich mir die Bolzen wieder einsammle. Das ist ja sowas von praktisch. Das geht natürlich nicht mit den... Mir ist gerade aufgefallen, ich habe hier was vergessen. Oh ja, Flusskriecherperlen, Flusskriecher. Das geht natürlich nicht mit den Betäubungsbolzen. Die sind natürlich nach einem Schuss aufgebraucht. Weil dann ja die Flüssigkeit weg ist. Aber die normalen Standardbolzen, das ist cool. Das ist sehr ökonomisch. So, wir könnten jetzt schon mal anfangen, ein bisschen Tamtam zu machen und da unten die ersten Leute abzuschießen. Weil ich würde die gerne nach oben locken, dass die hier durch die Lichtschranke rennen. Die haben wir ja schließlich präpariert. Würden die alle schön gegrillt werden und wir würden uns eine Menge Arbeit sparen. Aber ich mach's lieber anders. So, ich guck noch ein bisschen mit meinem Röntgenblick. Nicht, dass wir was übersehen haben. Ein bisschen Apfelwein. Okay, hab ich jetzt nicht so Bock drauf. Gut. Da unten war schon einer zu sehen. Okay, wir nähern uns wieder der Party. Ah ja. Moment. Da drüben steht einer von der Sorte, die ich überhaupt nicht leiden kann. Nämlich einer mit so einem Leierorgelkasten. Und da würde ich mich am liebsten ein bisschen... Weißt du was? Wir nutzen jetzt mal die Dinger hier, ne? Schön einfach hier eins hin. Das werden die schon nicht sehen. So, wollen wir hoffen, dass jetzt niemand kommt und das Ding dann einfach losgeht. Denn ich würde mir gerne noch diesen Walöltank, den ich gerade mit meinem Röntgenblick gesehen habe, einfach mal mitnehmen. Und dann lege ich den mal hier so hin. In der Hoffnung, dass die Mine den auslösen wird. Wenn die Leute hier hochgerannt kommen. So als... Ach du Scheiße. Ja, fuck, der hat das Gerät angeschmissen. Immer schön einen nach dem anderen. Und hier kommt der nächste hin. Oh, ich habe solche Dinger nicht mehr. Das ist wirklich schade. Ja, es hat den Typen mit dieser Drehleierorgel entschärft. Hier ist noch eins. Sehr geil. Und keine Sorge, ich finde dich schon noch. Unsere lustige Mine hier ist leider nicht hochgegangen. Oh weia, den hat's ja böse entschärft. Ich finde, hast du nichts zu lachen. Och, ich finde immer was zum Lachen. Zum Beispiel das Foto auf deinem Personalausweis. Fuck. Weißt du was? Dann gehen wir eben. Machen wir mal ein bisschen Krach.
Warum habe ich jetzt einen Heiltrank genommen? Werde dich finden und dich für deine Verfehlungen bestrafen. Meine Verfehlungen? Wie drückst du dich aus? So geht das. Und? Noch jemand? Noch jemand? Will noch jemand was? Ein Stück von mir? Alter Schwede. So viel Blut. Okay, gut. Dann heizen wir jetzt einfach durch, okay? Die Leute sind ja alle verschrocken. Das ist auch so ein Ding, was ich erreichen wollte. Schließlich wollen wir ja hier ein Exempel statuieren. Ach du Scheiße, so einer. Warte mal kurz, krieg ich das hin? Alter, gibt's noch nicht. Ich hasse dieses Gerät. Ich hasse es. Ich hasse es so abgrundtief. Ich find's so furchtbar. So richtig so unaussprechlich furchtbar. Kommst du hier rein, Typo? Komm mal hier rein, wo es schön eng ist. Der kommt doch jeden Moment. Ja, ich... Oh, dieses Geräusch. Das ist so eklig. Okay. Warten, 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 warten. Feuer! Sehr geil. Oh, die Granaten sind irre. Zumal man die festhalten kann, während der Zünder abläuft. Dadurch kann man so super effektiv werden. Gut, so viel zum Thema Blutbad. Das schaffen wir. Das wird noch besser. Das wird noch besser. Ich muss nämlich... Ja, nein, tut mir leid. Ich habe meine Prinzipien. Und das Schwierige ist jetzt, dass ihr es alle kommen sehen müsst. Denn ich will nicht, dass eure Leichen verschwinden. So wie ihre gerade eben irgendwie. Denn es soll ein Exempel statuiert werden. Jeder, der den Typen da unterstützt, finanziell oder wie auch immer, kann ich diesen riesen Wackelpudding bitte essen? Nee, es geht nicht. Jeder, der den... Wie heißt er jetzt? Mensch, der ehemalige Meisterspion. Der ist doch jetzt... Ach, für mich ist es immer noch der Meisterspion. Jeder, der den unterstützt, wird exekutiert. Warum? Ich wollte meine Pistole nachladen. Ein Toter, wenn ich die da bist, du. Ja, und du bist auch da. Hey! So. Das läuft ja wie am Schnürchen hier. Haben wir noch jemanden? Müsst ihr nicht noch so ein Leierkastentyp rumrennen? Ich höre doch irgendwas. Noch eine Ladyboy. Jetzt nicht mehr. So, und ihr müsst es kommen sehen, damit ihr liegen bleibt. Das ist ganz wichtig. Ich will dieses Mal Spuren hinterlassen. Kann ich hier was klauen? Oh. Okay. So, zickzack. Rüber ab. Nee, der ist noch dran geblieben. Okay. Und ich schnapp mir all euer Geld. Ja, ich weiß, wir hatten eigentlich ein nettes Gespräch. Mir tut's auch fast schon leid, dass ich hier alle umbringe, aber... Ich wollte gucken, ob ich es schaffe. Missionshinweise aktualisiert? Was habe ich denn jetzt gemacht? Im allgemeinen Chaos sind die Boy-Schwestern nach oben entkommen und haben sich in eines der Schlafzimmer eingeschlossen. Du, das glaube ich nicht, dass die das gemacht haben. Nein, und nein, bitte! Du warst mir sowieso unsympathisch. Ich weiß nicht mehr, was du gesagt hast, aber wegen irgendwas hast du rumgemosert. So, ich hoffe, du lernst aus deinen Fehlern. Können wir hier noch irgendwas klauen? Plündern und brandschatzen. Huch. Walölschrank, okay. Ah ja, hier waren wir ja schon drin, genau. Und da drin hing auch der Schlüssel, den haben wir geklaut, alles klar. Versucht sich noch irgendjemand unseren Griff zu entziehen? Ich gehe jetzt nochmal eine Runde durch und check alles. Moment, haben wir denn überhaupt an das Wichtigste gedacht? Ja, Corvo Atano war hier, alles klar, das soll da unbedingt noch auf dem Zettel stehen. So richtig, richtig arrogant, so dem Lord-Dirigenten nochmal richtig schön so ins Gesicht reinschmieren, wir sind noch da und wir machen dich platt. Na, hier sind ja noch mehr, Mensch. Irgendwer, helft mir! Es wird niemand mehr kommen, nicht für dich. Tja, zur falschen Zeit am falschen Ort und so weiter. Ich war ja auch zur falschen Zeit am falschen Ort. Als die Kaiserin getötet wurde. Das ist jetzt mein Rachefeldzug. Oh, und der Chaosfaktor wird so unglaublich hoch. Hä, was hast du? Bist ein bisschen schwach auf die Knie, was? Oh nein, er hat sich bewegt. Ich bin panisch geworden. So, haben wir hier alles? Haben wir hier alles? Liegt hier noch was rum? Ein bisschen was saufen. Ja klar, die Arbeit muss ja auch Spaß machen. Ein Buch? Der hungrige Kosmos. Wenn einmal der Schleier gelüftet wird, erkennt jeder ganz ohne Zweifel, dass wir auf einer Welt leben, die durch ein Meer des heulenden Chaos driftet. Ein furchtbarer Mahlstrom, in dem sich alle Himmelskörper um einen alles verzehrenden Kern drehen. Auch wenn es viele tausend Lebenszeiten dauern könnte, während...
alle Himmelskörper eines Tages von diesem hungrigen Nichts erfasst und in ihrer Existenz für immer beendet. Bla, obwohl sie im Wirbel und ich habe heute irgendwie keine Lust auf Lesen, das müsst ihr mir verzeihen, Leute. Sonst immer wieder gerne, aber irgendwie ist heute habe ich keinen Lesekopf, ich weiß auch nicht. Puff, puff, och, das kommt da immer noch rausgeflogen, das schöne Konfetti. Das ist echt ein bisschen makaber. Gut, ich glaube, wir haben hier unten alles geerntet, alle Schätze, alle Seelen. Wir gehen jetzt nochmal runter in den Keller und gucken dort nochmal nach dem Rechten. Und dann, ich würde sagen, dann ist alles sauber. So, Ladies, tut mir leid, aber ich habe einen Plan. Hilfe. Und im Plan steht, dass ihr nicht noch irgendwie jemanden erzählen sollt, was hier los war. Die Notiz, die ich hinterlassen habe, reicht mir vollkommen als Beweis, dass ich da war. Da brauche ich keine Zeugen. So, hier ist nichts. Was haben wir hier? Ach nee, tut mir leid. Ich habe heute keinen Lesekopf. Ich will das Ding jetzt hier einfach nur noch abknuspern. Und ich bin eigentlich schon irre gespannt, was die nächste Mission ist. Weil ich ja jetzt... Ich habe es schon so oft probiert. Ich kenne es halt schon. Ich will es nicht mehr kennen. Ich will endlich zu dem Punkt kommen, ab dem ich es nicht mehr kenne. Nochmal fix durch den Keller. Und dann haben wir es. Dann haben wir es geschafft. Dann sind wir wirklich restlos. Dann haben wir hier jeden. Dann haben wir wirklich alles. Wir haben so super brutal gespielt. Dann muss ich nie wieder brutal spielen. Nach der Aktion jetzt versuche ich das nächste. Mal gucken, ob ich es schaffe, komplett unerkannt durch ein Level zu kommen. Ohne, dass mich jemand sieht. Ohne, dass ich jemanden töten oder betäuben muss. Nicht mal betäuben. Komplett ungesehen. Ah ja, da will ich hin. Genau hier sind wir richtig. Oh, ihr hört's auch schon, oder? Badum, 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 badum. Komm zu mir. Yeah. Und ein Haufen fucking Shit. Arschladung voll von Gold. Alter Schwede, das hat sich sowas von gelohnt. Meine Güte, ich glaube, jetzt haben wir echt... Wir haben das Maximum an Plünderigkeit rausgeholt, was überhaupt irgendwie geht. Also wenn ich jetzt hier noch was übersehen habe, dann muss das was sein, was in der Stadt gelegen hat. Weil dieses Haus haben wir von Fuß auf Kopf... komplett auf den Kopf gestellt. Ach, du bist der Typ, der Lady Boyle mitnehmen wollte. So, jetzt guckt euch das mal an, bitteschön. Flasche Wein, Matratze, ein paar Kissen und eine Kerze. Und so wie ich das verstanden habe, hat sie ihn gehasst, weil er ein schleimiger Typ ist und so weiter. Und stellt euch mal vor, wir wären jetzt hier lang gekommen mit ihr, schön K.O., weil wir halt, hätten sehr wahrscheinlich so die Luft abgewürgt. Und dann wäre sie in Ohnmacht gefallen und wir hätten sie ihm jetzt hier hingelegt. Und sobald der aus Sichtweite gewesen wäre mit ihr, im dunklen Kanal oder Kanalisation oder was das ist... Du, nee. So, pass mal auf. Ach, wollen wir dich hier liegen lassen? Nee, weißt du, du wirst einfach aus der Geschichte getilgt. So, pass auf. Husch. Ihn hat's nie gegeben. So, was haben wir hier? Hier ist auch noch eine Tür. Hier geht's zur Kanalisation. Okay. Und da hätten wir einen Punkt, wo ich noch nicht war in diesem Spiel. Und das gucken wir uns dann in der nächsten Folge an. Kanalisation. Jo, ich mache hier ein kleines Päuschen rein und da haben wir es geschafft. Wir haben es geschafft. Innerhalb von 2 Folgen, also halbe Stunde, das komplette Haus Boyle mausetot. Jeder, sogar die Bediensteten. Um die tut es mir besonders leid. Gut, den Adligen könnte man bestimmt noch... Da findet man immer irgendwas, weshalb die korrupt sind oder was weiß ich was. Aber die Bediensteten ist echt... Aber ich hab den maximalen Chaos-Faktor rausgeholt. Das wollte ich einfach mal in einer Mission schaffen. Ich glaube, es, ja, habe ich eindrucksvoll geschafft. Wir könnten jetzt noch durch die Stadt laufen. Da laufen jetzt noch, wenn ich mich recht erinnere, 2 Tallboys rum. Aber das sind Tallboys. Die mit den langen Beinen und mit diesen Rüstungsplatten vor sich. Die haben einen Helm auf mit winzig kleinen Sichtschlitzen. Da kriegen wir keinen Bolzen durch deren Schädel gejagt. Die sind sowas von hart zu knacken, das glaubt ihr gar nicht. Die stecken eine komplette Granate ein. Dann sind zwar die Schilde alle kaputt und man könnte sie auf sie schießen, aber trotzdem, die stecken eine komplette Granate ein. Ich weiß nicht, ob ich es schaffe, die noch umzubringen. Ich werde es mal probieren, aber ich werde dann wahrscheinlich doch schneller die Beine in die Hand nehmen, als wir uns das vorstellen können. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis es soweit ist, sage ich, bin der Baume. Auf Wiederschauen und reingehauen. Cheerio! Ba, ba, ba,